Also, was erwartet sich hier von der heurigen Saison? Dass wir nichts mehr in Abstieg zum da haben. Ich schätze mal, Mittelfeld war schon ein Wahnsinn. Wir sind gut aufgestellt, es sind eigentlich fast alle geblieben, die was wir halten wollten. Haben sich wieder klarweise verstärkt mit Gabriel in der Verteidigung, der ist eher Wahnsinn. Ich sage einmal, wenn wir nichts mehr in Abstieg zum da haben, bin ich zufrieden. Ich bin da auch voll seiner Meinung, dass wir einfach ein sauberes Spiel spielen, dass wir gut dabei sind immer und hoffentlich, und was wir nicht da werden, abeißen werden. Wer war eigentlich ein Spieler der Saison? Ein Spieler der Saison, der Effe mit seinen Toren. Also der hat uns schon dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und wie es ausschaut, tut er so weiter. Da muss ich mich auch wieder bei ihm anschließen. Der Effe war einfach ein Wahnsinn, gerade in den letzten Spielen, was er da gezeigt hat. Immer dabei und die Tore, die er geschossen hat, immer der Hammer. Wenn wir euch jetzt konkret noch an der Böenplatz fragen, was darfst du uns da sagen für die neue Saison? Ich sage, am 8. Platz ist realistisch und da würde ich mir wünschen, nur nichts mehr Abstieg. Ich bin ein wenig zuversichtlicher als wer. Ich hoffe auf die Vorwärts und sage unter die Top 5. Was erwartet ihr hier von der Saison? Super Etablierung in der zweiten Bundesliga. Es ist einfach mega cool, dass die Vorwärts wieder da oben ist. Es kommen ein paar tausend Leute. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass viele Fans immer da sind und dass die Klasse gehalten wird in erster Linie. Und viel erfolgreiche Derbys schlagen, da kann man drauf aufbauen. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wer ist euer Spieler der Saison? Michael Halbertschlager natürlich, unser Nummer 31. Schönen Gruß aus der 5CK Hack. Mit mir in der Klasse und wir haben sie alle nicht gedacht, dass er noch so der Superstar wird. Und jetzt sind wir natürlich umso stolzer auf unseren Michi. Nur was hinzuzufügen? Ja, ich hoffe, dass es eine gute Saison wird für die Vorwärts und hoffentlich schaut heute der 3 aus. War halt cool. Jetzt konkret nur der Böhmplatz für die Saison. 7. 6. Was erwartest du von der Saison? Ich erwarte mir, dass Vorwärts den Klassenerhalt schafft, möglichst wenig Tore kassiert und über die Saison eine konstante Leistung zeigt. Wer war der Spieler der Saison? War der Effe. Und warum? Einfach von der Spielgestaltung, vom Spielwitz her, einfach seine Art zu spielen, dass er unkonventionell ist, dass er den Gegner immer wieder verwirrt hat und das ist für den Zuschauer spannend. Auf was für einer Platzierung wird die Vorwärts am Ende von der Saison ungefähr landen? Ich würde hoffen im unteren Drittel und im oberen Teil des unteren Drittels. Was erwartest du von der Saison von der Vorwärts? Ja, ich glaube, sie werden irgendwann einen Mittelfeldplatz im gesicherten Mittelfeldplatz werden sie die Saison abschließen, weil die anderen Aufsteiger sind auch nicht um nichts besser. Wer war dein Spieler der Saison? Ja, früher gesagt der FN Diogo, ganz klar. Und was für eine Platzierung wird die Vorwärts am Ende von der Saison erreichen? Naja, wenn ich sage Mittelfeld, ich schätze mal so 7. 8. Was erwartest du von der Saison? Ja, von der Saison Vorwärts habe ich in der Regionalliga gezeigt. Ich rede noch nie, weil seit ich Vorwärts-Fan bin, habe Vorwärts noch nie in der zweiten Liga gespielt. Ja, sicher stark, aber ich glaube, dass wir jetzt das Spiel gewinnen. Natürlich, die Fans sind immer top da und das freut mich vorwärts. Aber ja, spielerisch schwimmt es gut, es wird sicher spannend spielen. Wer war dein Spieler der Saison? Ja, von den Spielern kenne ich nicht so viel. Ich bin Vorwärts-Fan, aber den Namen kann ich mir nicht so merken. Und dann mit den neuen Spielern, dann kommt wieder dazu. Ja, habe ich dabei noch keinen. Und wenn wir die noch an der Böenplatz fragen müssen, was erreicht die Vorwärts diese Saison? Ja, 5. Platz war schon eine Sensation, aber ja, schauen wir mal. Meister werden wir nicht, aufsteigen werden wir nicht, weil es wird schwer. Es kommen noch schwere Gegner wie Innsbruck oder wie Neustadt. Wenn wir aufsteigen, glaube ich, halt. Was erwartest du von der heurigen Saison? Ich hoffe, dass nicht aussteigen. Im Mittelfeld war ein schöner Platz. Wer war für dich der Spieler der Saison? Bei mir gab es zwei, der Dormermann, der Großalba und der Danninger. Und was für eine Platzierung konkret erwartest du am Ende von der Saison ungefähr? Ja, zwischen 10 und 8. Was erwarten Sie von der diesjährigen Saison? Also ich erwarte mir die Saison, dass Vorwärts auf jeden Fall nicht wieder absteigt gleich, jetzt wo wir aufgestiegen sind. Und einfach, dass schöner Fußball gespielt wird, viele Tore, ja. Wie immer. Wer war der Spieler der Saison in der letzten Saison? Also ganz klar der Effi. Einfach weil er so viel Tore gemacht hat. Und welche Platzierung erwartest du von der Saison? Also ich glaube, wir spielen so am 12. Platz mit vielleicht 10 oder 12, irgend sowas.